Herzlich willkommen bei Sigi Knicki, die Sendung mit Stil. Heute stelle ich folgende Verhaltens- und Benimm-Dich-Frage. Auf geht's, Sigi, ich bin heiß. Sie sind Gast auf einem Feuerwehrball. Plötzlich kommt die äußerst attraktive Faschingsprinzessin auf Sie zu und fordert Sie zum Tanz auf, weil Sie mitten auf der Tanzfläche stehen. Wie reagieren Sie? Ich steige von meiner Halle und tanze mit der Dame. Richtig. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Knigge-Sigi. Herzlich willkommen bei Sigi Knigge, die Sendung mit Stil. Heute stelle ich folgende Verhaltens- und Benimm-Dich-Frage. Ich freue mich auf deine Frage, Siegfried. Sie sitzen mit einer attraktiven Dame beim Candlelight-Dinner. Nach dem Hauptgang bemerken Sie, dass Sie gar kein Geld dabei haben. Was tun Sie? Ich simuliere eine Herzattacke. Und dann? Und dann lasse ich mir im Krankenhaus ein Dessert bringen. Richtig. Das war's auch für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Knigge-Sigi. Herzlich willkommen bei Sigi Knigge, der Sendung mit Stil. Heute stelle ich folgende Verhaltens- und Benimm-Dich-Frage. Frag endlich, ich muss pipi. Sie haben eine Dame zu sich nach Hause eingeladen. Sagen wir mal, eine Rosi, Babsi oder Susi. Die Dame kommt wie immer zu früh, weil sie wieder mal Probleme hatte mit der Umstellung auf die Sommerzeit. Sigi, frag endlich, ich mach gleich in die Hosen. Die Dame klingelt an ihrer Tür, sie öffnen, sind aber nur bekleidet mit einem Handtuch um die Hüfte. Als sie der Dame ein Aperitif überreichen wollen, rutscht das Handtuch runter. Wie reagieren Sie? Ich hänge galant das Handtuch auf den gerade entstandenen Handtuchhalter. Richtig. Das war's auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Knigge-Sigi. Herzlich willkommen bei Sigi Knigge, der Sendung mit Stil. Heute stelle ich folgende interessante Verhaltens- und Benimm-Dich-Frage. Verzeih, sonst fangst du nicht. Sie sind bei einer Dame, die Sie äußerst attraktiv finden, zum ersten Mal zum Abendessen eingeladen. Beim Hauptgang gleitet der Dame allerdings das Messer aus der Hand, fliegt in hohem Bogen aus dem Fenster und bleibt direkt im Hinterkopf eines ahnungslosen Nordic Walkers stecken. Wie reagieren Sie? Ich verlasse sofort, maßlos enttäuscht und emotional aufgewühlt, Ihre Wohnung. So weit darf eine Frau beim ersten Date nicht gehen. Richtig. Das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Knigge-Sigi.